Thema der Demokratie-AG und des Workshops, den wir hier hatten, war die Krise der Demokratie. Die Krise der Demokratie ist Teil einer ganzen Reihe von Krisen, der ökologischen Krise, der Wirtschaftskrise, der Finanzkrise, der Hungerkrise, der Klimakrise. Wir sagen, die Krise der Demokratie ist die politische Form, die alle diese Krisen angenommen haben. Gegen diese Krisen arbeitet das ISM an einem Projekt, das sozial-ökologische Transformation genannt wird. Wir sagen, ein Prozess der Redemokratisierung und der Repolitisierung wäre die politische Form, in der ein solcher sozial-ökologischer Gesellschaftsumbau zu organisieren wäre. Das bringt uns zurück auf Begriffe, die in unserem Umfeld vertraut sind. Der eine Begriff ist der Doppelstrategie, der andere Begriff ist der Mosaiklinken. Doppelstrategie meint immer ein Vorgehen in den Institutionen, im Staat und außerhalb des Staates und außerhalb der Institutionen. Unsere Idee ist, früher hat man gedacht, das könne man zusammenführen, harmonisch. Ja? Deswegen hieß es die eine Doppelstrategie, das Stand- und Spielbein des einen Läufers. Und letztlich würde die letzte Lösung Regierungsgeschäft sein. Wir denken heute, die Doppelstrategie ist in der Krise der Demokratie eigentlich der Weg, zur Politik zurückzukehren, aber man muss sie als auf Dauer gestellten Konflikt denken. Und das heißt es, eine Strategie ist sie insofern, als es auf die produktiven Effekte eines auf Dauer gestellten Konfliktes zwischen Institutionen und Widerstand außerhalb der Institutionen ankommt.